the large coffee's only at dawn. Living in the sunlight, loving in the moonlight, having a wonderful time. Okay, jetzt sind wir alleine hier. Nur die Kamera und ich. Ah, dann machen wir die Begrüßung. Alter, wie arg. Okay, nochmal. Alter. Okay, nochmal. Begrüßung, take 4. Alter, wie geht's euch jetzt in dieser Zeit mit Corona-Dingens und so? Ich kann's echt gar nicht sagen, wie mir das schon so auf die Nerven geht. Ich kann's euch gar nicht sagen. Ja, frag mich mal, ob gerade jemand aus... Schön, dass du eingeschalten hast. Herzlich willkommen zur Jugend der FCGverse auf YouTube. Was ich euch nur sagen kann, ist, dass wir jeden Mittwoch und jeden Sonntag Livestreams haben. Am Mittwoch um 19.30 Uhr und am Sonntag um 11 Uhr. Und um 10 Uhr gibt's am Sonntag Kindergottesdienst. Vielleicht für deine jüngeren Brüder und Schwestern, die da dabei sein wollen. Jetzt dann gleich um 7 Uhr haben wir dann unser Zoom-Meeting für die Jugend und den Link dazu kriegst du in der WhatsApp-Gruppe oder siehst du in der WhatsApp-Gruppe. Wenn du noch nicht in der WhatsApp-Gruppe dabei bist von unserer Jugend, dann... Die Gruppe ist das Geilste! Danke, Mann! Schau, dass du wem vom Youth-Team schreibst, damit der dann da reinhauen kann, damit du auch die Infos kriegst. Das, was wir dann auch bei deinem Meeting erfahren werden vielleicht, ist, wie es mit der Jugend dann weitergehen wird jetzt. In der Zeit, weil die Regierung ja was gesagt hat bezüglich Gottesdienste und so weiter und so fort. Also schau, dass du dabei bist. Vielleicht hören wir da schon irgendwelche Neuerungen. Okay. Ah ja, und hey, das ist passiert. Und es ist wirklich ein bisschen schräg, so mit einem Schnauzer mal umzulaufen. Oder es ist ja nicht mehr ein Schnauzer. Es ist kein Schnauzer. So ein bisschen Haar so überhalb der Lippen. Aber mit so was im Gesicht, um dumm zu laufen. Aber wenn du wissen willst, wieso, weshalb, warum, wie, wo, wann das Ganze passiert ist, dann schalt auch jetzt dann im Zoom ein, weil vielleicht sage ich es echt dann, wer weiß. Dann kannst du mir gleich sagen, ob du das gut findest oder nicht. Bin gespannt auf eure Kommentare. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ob euch das ewige daheim bleiben schon voll angeht oder nicht. Ob es jetzt schon komplett verrückt seid oder nicht. Aber was ich von mir aus sagen kann, ist, dass sie für mich eigentlich überhaupt nichts geändert hat. Das ist voll arg eigentlich. Aber für mich hat sich in der Quarantäne eigentlich überhaupt nichts verändert. Dadurch, dass unsere Firma zur Grundversorgung, wie sagt man das? Grundversorgung dient und somit ein sogenanntes lebenswichtiges Unternehmen ist. In Anführungsstrichen. Haben wir über die ganze Zeit jetzt den Weg immer geöffnet gehabt. Ich habe dann ganz normal gearbeitet immer. Also ich habe von dem ganzen Lockdown und Quarantäne jetzt nicht so viel mitgekriegt, muss ich sagen. Also ist wahrscheinlich genau das Gegenteil von dem, wie es euch jetzt die letzten paar Wochen gegangen ist. Und was ihr den ganzen letzten, was nicht, 5-6 Wochen oder 7 Wochen waren es jetzt, durchgemacht habt. Genug von mir. Ich möchte heute über Gebet sprechen und darum steigen wir am besten in die Message jetzt ein, indem wir einfach gemeinsam beten miteinander. Halleluja. Danke, Vater, für das, dass du wirklich so gut bist. Danke, dass du uns durch diese ganze Krise immer durchgeführt hast, dass du gezeigt hast, dass du treu bist und dass du immer da bist und dass du uns so am Herzen liegst, dass du uns so liebst. Und für das danke dir einfach in Jesu Namen, Herr. Danke, dass es mir gut geht. Danke für die Zeit, die wir jetzt dann auch haben werden als Jugend. Und danke, dass du wirklich immer da bist und uns begleitest, jeden Tag, in Jesu Namen. Amen. Viele von euch haben das wahrscheinlich schon mal gehört, dass unsere Beziehung zu Gott in etwa so sein soll, wie die zu unserem besten Freund oder die zu unserer besten Freundin. Du erzählst deiner besten Freundin oder deinem besten Freund fast alles. Die wichtigen, aber auch die komplett unwichtigen Dinge in deinem Leben. Wie zum Beispiel... Ich habe echt die Worte nichts mehr zum Anziehen, wir müssen echt wieder mal shoppen gehen. Oder welche Schminke benutzt du? Oder, Alter, hast du das letzte Video von der Pamela Reif schon gesehen, was sie da gemacht hat bei diesem Workout? Alter, es ist so schlimm, du wirst sterben. Also das waren jetzt offensichtlich irgendwelche Klischees, die in keinster Weise nur irgendwie im Ansatz im Realen jemals zutreffen würden, gell? Gott möchte Beziehung haben mit uns und zwar so oder so ähnlich wie du mit deiner besten Freundin hast, möchte Gott auch Beziehung mit dir haben.
Gebet ist in dem Fall so, 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 so wichtig. Wie weiß ich das? Indem ich erlebe, wie ich selber drauf bin, wenn ich nicht Zeit mit ihm verbringe und einfach nicht Gemeinschaft mit ihm habe und auch nicht mit ihm rede und sage, wie mein Tag war. Also ich erlebe das, indem ich sehe, wie ich drauf bin, wenn ich nicht zu Gott bete. Und eben ein Großteil von dem, wann wir beten, ist, weil wir irgendwas von Gott brauchen. Ja? Das ist ganz normal. Gott weiß alles, was wir brauchen. Ja? Versteh mich nicht falsch. Aber er kann dir nicht helfen, wenn du ihm dein Anliegen nicht sagst. Ja? Ich möchte euch jetzt einen Überblick über das geben, wie Gott von uns möchte, dass wir beten. Ja? Das haben die Jünger Jesus damals schon gefragt, weil sie einfach wissen wollten und nicht gewusst haben, wie sie beten sollen. Ja? Und Jesus erklärt uns das. Punkt Nummer 1. Entscheidung, warum wir Gott bitten wollen. Mach es spezifisch. Das ist das, um was es geht. Und das ist eigentlich eh klar. Ja? Ein Beispiel ist ein ganz simples. Wenn du im Spar bist und du stehst dort irgendwie planlos und weißt nicht, was du kaufen sollst oder warum du überhaupt zum Spar gefahren bist und du nimmst dann einfach irgendwas mit, dann wird das nicht das sein, was du im Endeffekt brauchst. Ja? Wir müssen wissen, was wir von Gott brauchen. Ja? Jeder hat meistens irgendwas, was er Gott braucht oder was ihm fehlt im Leben. Also das ja, ist meistens nicht so schwierig für uns. Punkt Nummer 2, die Verheißungen in der Bibel. Und das ist wirklich so, so, so eine große Hilfe, wenn ich weiß, was in der Bibel steht, was mir verheißen ist von Gott. Früher habe ich nicht gewusst, dass die Verheißungen in der Bibel genauso für mich gelten, ne? Die, was Gott im Volk Israel damals gesagt hat zum Beispiel. Und das Problem ist, wenn man das nicht weiß, dann kann man das auch nicht für sein Leben anwenden. Ja? Also ich muss das vorher wissen, damit ich das anwenden kann. Wenn wir Geld brauchen oder krank sind, dann stützen wir uns auf das, was in Gottes Wort steht, ja? Was in der Bibel steht, was wir da lesen. Weil es sind so viele Schriftstellen, die einfach direkt in diese Situation einsprechen wollen. Schlagen wir auf in der Bibel. Du kannst die Bibel einschalten oder du schlagst die altmodische Bibel auf. Nämlich in Malachi Kapitel 3 und Vers 10 steht: Bringt den zehnten Teil eurer Erträge in vollem Umfang zu meinem Tempel, damit in den Vorratsräumen kein Mangel herrscht. Stellt mich doch auf die Probe und seht, ob ich meine Zusage halte. Denn ich verspreche euch, dass ich dann die Schleusen des Himmels wieder öffne und euch überreich mit meinem Segen beschenke. Und in 1. Petrus Kapitel 2, Vers 24 steht: Christus hat unsere Sünden auf sich genommen und sie am eigenen Leib zum Kreuz hinaufgetragen. Das bedeutet, dass wir für die Sünde tot sind und jetzt leben können, wie es Gott gefällt. Durch seine Wunden hat Christus euch geheilt. Halleluja, das ist so gut. Also, egal was wir brauchen, sei es jetzt Heilung, sei es Friede, sei es Geduld, sei es Liebe, sei es Versorgung, sei es Finanzen und. Du kannst da sicher sein, es gibt schon für alles eine Verheißung in der Bibel, die was direkt in dein Problem spricht, die was direkt in der Not spricht. Ja, und das ist so gut zu wissen. Okay, für die neue PS5, die jetzt dann bald vorgestellt wird, wird es wahrscheinlich keine Verheißung in der Bibel geben. Aber du weißt, was ich meine. Punkt Nummer 3. Wir beten. Und das kennen wir eigentlich eh alle, oder? Aber wie ich vor 2 Jahren das Modul Gebet, hat das glaube ich geheißen, in der Bibel schon gehabt habe, da bin ich drauf gekommen, dass ich eigentlich gar nicht so viel von Gebet weiß, wie man gedacht habe. Nämlich in Johannes Kapitel 16 und Vers 23 bis 24 steht: Ich sage euch die Wahrheit, wenn ihr den Vater in meinem Namen um etwas bittet, wird er es euch geben. Bisher habt ihr euch nicht auf mich berufen. Wenn ihr etwas von Gott erbeten habt, bittet ihn, so wird er es euch geben, dann wird eure Freude vollkommen sein. Wir müssen Gott bitten im Namen von Jesus. Ja? Er sagt da: Wenn ihr den Vater in meinem Namen um etwas bittet, wird er es euch geben. Ja, in seinem Namen. Bisher habt ihr euch nicht auf mich berufen, das hat er gesagt. Also wir haben bisher, also die Jünger haben damals bisher nicht in seinem Namen gebetet, weil er natürlich direkt unter einer war. Also weil er neben einer gelebt hat, weil er mit einer gelebt hat. Er sagt da, dass wir im Namen von Jesus einfach beten sollen. Also wir müssen Gott bitten im Namen von Jesus. Denk einmal drüber nach. Gott hat Jesus auf die Welt gesandt, damit er für unsere Fehler bezahlt. Und deswegen bitten wir Gott im Namen von Jesus. Ja? Er ist für uns am Kreuz gegangen. Und diese mächtige Autorität in seinem Namen, die wirklich die Kraft hat und diese Kraft gehabt hat, von den Toten aufzustehen, die ist in dem Namen. Und durch die bitten wir und beten wir zu Gott. Erkenn einmal, was das für Kraft ist, die da dahinter steht. Wirklich, erkenn, was das für Kraft ist, die da dahinter steht. Und jetzt kommt der einfache Teil, obwohl manchmal wirklich nicht ganz so.
Punkt Nummer 4, Glaube. Jetzt müssen wir glauben, was wir gebetet haben. Ja? Wir müssen glauben, dass wir das, für was wir gebetet haben, wirklich schon empfangen haben, dass das uns gehört, ja, und nicht daran zweifeln. Und da möchte ich im Markus Kapitel 11, Vers 23 und 24 lesen. Ich versichere euch, wenn ihr glaubt und nicht im geringsten daran zweifelt, dass es wirklich geschieht, könnt ihr zu diesem Berg sagen, hebe dich von der Stelle und stürze dich ins Meer, und es wird geschehen. Deshalb sage ich euch, um was ihr auch bittet, glaubt fest, dass ihr es schon bekommen habt, und Gott wird es euch geben. Bumm. Und in der Elberfelder möchte ich es nur auch vorlesen. Da steht es nämlich ein bisschen anders und das gefällt mir auch wirklich sehr gut. Darum sage ich euch, alles, um was ihr auch betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt und es wird euch werden. Das ist so cool, weil es zeigt wirklich auf, wie Gottes Denken dabei ist, weil es steht in Vergangenheitsform. Ja? Lesen wir es nochmal gleich. Darum sage ich euch, alles, um was ihr auch bittet und betet, glaubt, dass ihr es empfangen habt. Und es wird euch werden. Ja, empfangen habt, Vergangenheitsform. Also Jesus hat dafür schon vor 2000 Jahren bezahlt und hat es quasi schon erledigt und es gehört jetzt schon uns. Was aber oft passiert, ist, dass der Teufel einfach versucht, Zweifel in unser Herz einzustreuen. Glaubst du wirklich, dass du eine gute Noten in der Mathe schreiben wirst oder schreiben kannst überhaupt, wenn du ja doch immer Blackouts kriegst, zum Beispiel während die Schularbeiten? Oder glaubst du wirklich, dass Gott dich heilen will? Schau dir das an, der Knie, das ist immer noch hin. Und du hast immer noch Schmerzen. Glaubst du das wirklich? Und das ist das, wo wir unser Herz nicht mit Zweifel füllen lassen sollen, sondern mit Glaube. Und zwar steht da in Jakobus, Kapitel 4, Vers 7, unterstellt euch Gott und widersetzt euch dem Teufel, dann muss er von euch fliehen. Also wir dürfen nicht zulassen, dass sie Zweifel in unser Herz schleicht, weil Zweifel tötet Glaube. Ich sage das nochmal. Wir dürfen nicht zulassen, dass sie Zweifel in unser Herz einschleicht, weil Zweifel tötet Glaube. Das müssen wir löschen aus unserem Denken. Mischen wir löschen. Und das ist das, was wir da machen müssen. Wir müssen jede Vorstellung und jedes Gefühl oder jeder Gedanke, der vielleicht kommt, dass das Gebetsanliegen nicht in Erfüllung geht oder dass dies unseren Glauben einfach angreifen will, müssen wir sofort löschen aus unseren Gedanken. Und das haben wir schon im Punkt 2 gehört, wie wir das machen können, ja, indem wir sich auf die Verheißungen Gottes wirklich stützen, die in der Bibel stehen. Ja? Denn der Glaube kommt vom Hören und vom Hören des Wortes Gottes. Und zwar steht das schon in der Bibel, es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft und eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht, steht in Hebräer Kapitel 11, Vers 1. Wenn wir die Verheißung verinnerlichen, dann verschwindet der Zweifel, versteht sie? Oder verstehst du? Und zu guter Letzt Punkt 5, Danksagung. Und das ist aber eigentlich auch der nullte Punkt, was du so willst. Weil Danksagung ist eigentlich das, mit dem wir, bevor wir in Gebetsanliegen und bevor wir in das Einige gehen, was wir von Gott wollen, mit dem sollte man wirklich starten. Nachdem wir gebetet haben und glauben, sagen wir Gott Danke für das, dass er das Gebetsanliegen wirklich erhört. Und sagen ihm Danke für das, wer er ist und für das, was er schon alles gemacht hat. Nämlich in Philipper Kapitel 4, Vers 6 steht dann, macht euch keine Sorgen, ihr dürft in jeder Lage zu Gott beten. Sagt ihm, was euch fehlt und dankt ihm. Das ist das, worauf ich da Wert legen möchte jetzt in dem Vers, wo er sagt, und dankt ihm. Also wir danken Gott wirklich für alles, was er schon gemacht hat in unserem Leben. Und das, dass er unser Anliegen und unser wirklich für das, was wir gebetet haben, Realität werden lässt in unserem Leben, dass sie das manifestiert. Und das geht wirklich am besten, indem wir ihm auch noch Danke sagen, bevor wir unser Gebetsanliegen wirklich vor Gott bringen, indem wir Gott bitten für irgendwas. Und wenn wir Gott wirklich loben und preisen für seine Größe und für seine Macht, dann bringt uns das wirklich schon in die richtige Stimmung für Gebet. Er ist der Schöpfer des Himmels und der Erde. Er hat jeden einzelnen Baum geschaffen und jedes einzelne kleine Tierchen und jedes große Tier, was es gibt auf Erden. Und er hat auch uns geschaffen. Ja. Und er liebt uns. Und für das bin ich einfach dankbar. Und das, ja, ich weiß nicht, ich bin begeistert von das, wenn ich über das nachdenke und wenn ich einfach so eine Stadt ins Gebet. Da bin ich dann gleich wirklich gehypt fürs Beten und für das, dass ich Zeit verbringe mit Gott und für das, dass ich mein Anliegen bringe, weil ich weiß einfach, er ist ein guter Gott, er ist ein Gott, der meine Gebete wirklich erhört. Und mich begeistert das wirklich, wenn ich so ins Gebet einfach starten kann mit dem, dass ich Gott Danke sage für das, wer er ist und was er gemacht hat. Amen. So, und das war es jetzt eigentlich schon wieder von mir.
Also um nochmal alles zusammenzufassen, bevor ich dann mit Gebet dann wirklich abschließe, ist Punkt Nummer 0. Danke Gott. Das ist so, so, so wichtig, dass wir Gott danken für das, wer er ist, wie gerade gesagt. Bete wirklich spezifisch für das, was du haben möchtest. Finde die Bibelstelle dazu, die passende in der Bibel und stütze dich auf die Verheißung. Ja? Das ist das, was Gott schon gesagt hat in seinem Wort. Bete. Bete für dein Anliegen. Punkt Nummer 4. Glaube und zweifle nicht, ja, dass Gott dein Gebetsanliegen, dein persönliches Gebetsanliegen erhören will und erhören wird. Und zu guter Letzt, wie wir gesagt haben, danke Gott. Ja, mit dem wir starten, mit dem wollen wir dann auch enden, dass wir Gott wirklich Danke sagen für das, wer er ist und was er gemacht hat. Und jetzt bete ich noch zum Abschluss und dann kommen die Fragen. Ja, danke Gott, wirklich, ich möchte so Danke sagen für das, was du alles schon gemacht hast in meinem Leben. Danke für all die Treue, die du schon bewiesen hast, was du gesagt hast, dass du einfach wirklich der bist, der in der Bibel steht, dieser Gott, der uns so sehr liebt, dieser Gott, der nur das Beste für uns will, dieser Gott, der uns versorgt. Ja. Danke, dass du Jahwe Jireh bist, unser Versorger. Danke, dass du Jahwe Rapha bist, unser Heiler. Ja. Für das danke dir wirklich in Jesu mächtigen Namen. Amen. Okay, das war's. Wir sehen uns jetzt dann gleich im Zoom, aber ich möchte nur mit 3 Fragen entlassen, die du jetzt bis zum Zoom-Meeting noch für dich beantworten darfst, nämlich Frage Nummer 1. Was ist wirklich eine crazy Gebetserhörung, die du in deinem Leben schon erlebt hast? Frage Nummer 2. Für was bist du Gott ganz persönlich dankbar? Ja? Gibt es irgendwas in deinem Leben, wo du sagst, boah, da bin ich echt Gott so, so, so dankbar und das möchte ich teilen? Also, ich finde es so gut, dass man sich oft öfters mal Gedanken über das macht. Ja? Für was bin ich Gott wirklich dankbar? Ich glaube, das hat der Edu in seiner Message gebracht, dass er ein paar Dinge aufgezählt hat, für die er einfach dankbar ist und das ist wirklich so wichtig. Also, gibt es irgendwas in deinem Leben, wo du Gott ganz persönlich dankbar bist? Und Frage Nummer 3 ist, welche neue Sportart oder Aktivität oder hast du einen neuen Skill jetzt in dieser Zeit von Quarantäne gelernt? Vielleicht bist 20 Levels in LOL aufgestiegen oder hast in FIFA ein neues Ultimate-Team zusammengestellt, wo du ein paar Levels gerankt bist oder, keine Ahnung, wir spielen eigentlich Mädels für Videospiele. Vielleicht hast du ein neues Haus in deiner Barbie-World, keine Ahnung. Na, gar nicht. Aber da würde mich interessieren, was ihr so für neue Skills gelernt habt oder ja, wo ihr einfach Zeit verbracht habt in dieser Quarantänezeit. Okay, das war's jetzt wirklich von mir. Wir sehen uns gleich. Ciao, bis nachher. Warum bin ich so cringe? Ciao. Ciao. Was haben die anderen da gesagt zum Schluss? Bis nachher. Ciao. Water. Earth. Fire. Air.